Ausgangslage war klar, nur ein Sieg zählte für die FBI VfL Feldkirch im Duell gegen den HK Zellien. Die Holandkriegs brauchten zunächst zwar einige Zeit, um ins Spiel zu kommen, nach 5 Minuten war der Bann aber gebrochen. Fekete mit dem idealen Zuspiel und Meier stellte auf 1:0. Zellien mit dem Rumpfkader von nur 4 Verteidigern und 9 Stürmern nach Feldkirch gereist, stand nun unter Schock. Nur 46 Sekunden später diese Szene. Draschkowitz gewinnt das Bulli, Romanenko schlänzt und Draschkowitz fälscht ab. Die VU führte mit 2:0. Jetzt nahmen die Hausherren so richtig Fahrt auf und keine Minute später durfte schon wieder gejubelt werden. Winzig mit dem Assist, Draschkowitz zentral mit viel Platz und mit dem erfolgreichen Abschluss. VU Feldkirch 3, Zellien 0. Das war genug für Gästekeeper Kosto Maem, der hinten auf seinen Kasten verließ und für Jeran Platz machte. Danach tat sich im ersten Abschnitt nichts mehr, beim 3:0 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Rein also in den zweiten Abschnitt und da machte die VÖU mit dem munteren Toreschießen weiter. Müller mit dem Schlagschuss, Tomaschek mit dem Rebound, neuer Spielstand 4:0. Danach ließen es die Hausherren wieder einige Minuten ruhiger angehen. Nach einer halben Stunde klingelte es allerdings erneut. Wieder Müller mit dem Schlenzer, Jeram ließ die Scheibe aus und Draschkowitz war da. VÖU 5, Zellien 0. Die 817 Zuschauer in der Vorarlberghalle zeigten sich hoch erfreut. Die Montfortstädter konnten danach schalten und walten, wie sie wollten. 2 Minuten später setzte Draschkowitz an der Bande gut nach. Saab Reus und der beförderte das Hartgummiteil souverän in die Kreuzecke. 6:0. Nun war die Gegenwehr der Slowenen endgültig gebrochen. Feldkirch mit Einbahn-Eishockey und die VU erfolgreich. Schenach im Zentrum völlig frei und mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand 7:0. Genau eine Minute später dann schon das 8:0. Reus auf Esmann und schon wieder zappelte das Netz. Aber noch war der zweite Abschnitt nicht zu Ende, einen haben wir noch, Novak auf Meier und schon leuchtete das 9:0 von der Anzeigetafel. Im letzten Abschnitt ließen es die Hausherren dann ruhig angehen, Zellje plötzlich mit dem schnellen Konter und auch hier fand die Scheibe den Weg ins Tor, Kastelic sorgte für den Ehrentreffer. Der Gegentreffer entpuppte sich aber nur als Strohfeuer, die VU kam schnell wieder in die Gänge und stellte den alten 9-Tore-Vorsprung wieder her. Novak quer auf Meier und der direkt ins Tor, das Ergebnis nun zweistellig, Feldkirch führte mit 10:1. Die Partie auch in weiterer Folge auf einer schiefen Ebene. Feldkirch griff an und konnte fast nach Belieben agieren, so auch in der 51. Minute. Schenach mit dem schönen Solo und dem erfolgreichen Abschluss 11:1. Der HK Zellje ergab sich nun seinem Schicksal, die Holandkriegs nun wie im Training und mit ausreichend Platz. Fekete allein auf weiter Flur und auch der Routinier versenkte die Scheibe locker im Tor. Die VU lag mit 12:1 in Front. Noch war die Partie aber nicht zu Ende, knapp 2 Minuten blieben noch Zeit und diese wurde optimal genutzt. Scheiber setzte sich hier gut durch und traf zum 13:1. Und eine Minute vor Schluss durfte sich dann auch noch Colioni in die Torschützenliste eintragen. Er traf im Powerplay zum 14:1 und sorgte so für den Endstand. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gleich ein paar Punkte gemacht habe. War nicht so eine harte Partie, wir haben gleich am Anfang gut Druck gemacht und dann war es eh gleich mal vorbei. Und war ein guter Start, ja.